ist jetzt ihre einzige Hoffnung, die Alien-Invasion zurückzuschlagen. Sie werden darum alle Feindseligkeiten einstellen und ihn bestmöglich unterstützen, während sie diese Insel evakuieren. Da ist Strom drauf. Alle Prismeneinrichtungen werden in 10 Minuten durch Explosionen versiegelt. Ihre Pflichten als Angestellte sind aufgehoben. Ausgang über die angezeigten Kanäle. Da ist Strom drauf, deswegen kann ich da nicht... Meine Güte. Ein bisschen verwirrend. Hier muss ich irgendwie Licht ausmachen. Hätte ich mal irgendwie. Oh. Wenn ich das Licht ausmache, ich muss den Strom ausschalten. Das ganze Wasser steht unter Strom. Eine Lösung gibt es. Nein! Oh. Mann! Ja, ist gut. Oh. So, ich hab's geschafft. Es gab wohl doch keinen Stromschalter, um den auszuschalten. So, jetzt kann man die Tür öffnen? Nee, die kann man nicht öffnen. Einfach mal weitergehen, gucken, was. Boah, guck mal, wie das lackt. Okay. Naja, wird gleich vielleicht noch besser. Ich kapier diese Waffe echt. Oh, oh, ich darf die nicht davor ballern, glaube ich. Ist es hell? Okay, ich weiß jetzt wenigstens, wo ich hin muss. Ne, ich glaube, die brauche ich, oder? Warte, wie ist die? Ne, das ist meine andere Waffe. Da. Naja, komm, ist euer Problem. So Leute, bin wieder da. Wow. Was muss ich hier nochmal machen jetzt? So.
Hat es nicht großartig Schluss zu kämpfen, wie ihr seht. Ich laufe jetzt einfach mal hier. Oh nein, oh nein, oh! Ich bin wieder hoch. Los, ich will hier rüber. Lass mich doch rüber. So. Doch. So, die Waffe ist besser. Finde ich zumindest. So, dann einmal hier ein Sturmvisier reinhauen. So. Ist mir gefolgt, der kleine Homo. Alcatraz, Hargreave hat in seinem Leben noch nie geblufft. Der Laden wird hochgehen. Sie müssen da raus. Ja, das war jetzt der Schwab, Kollege. Ich glaube, die muss ich killen. Ja, ja, komm. So. Wo muss ich denn hin? Sind schon explodieren die? Sie müssen zurück nach Manhattan. Ohne den Anzug verlieren wir alles. Shit. Die sind aber auch krass groß. Ob es wohl ein Leben nach dem Tod gibt, Engelschöre oder eine Flammengrube? Man vergisst diese Bilder mit der Zeit. Aber wer als Kind die Hölle fürchten gelernt hat, ist davon nie ganz frei. Um die Wahrheit zu sagen, ich hatte bereits jede Menge Leben nach dem Tod. Und dieses hier kommt dem Fegefeuer ziemlich nahe. Fast 50 Jahre in eisgekühltem Gelee zu schweben, wie ein medizinisches Versuchsexemplar. Mit Gedanken, die wie Ratten durch die verwinkelten Silikongänge von Maschinen laufen. Gefangen hinter Videoschirmen und Kamerasystemen. Ohne Schlaf, ohne Ruhe. Immer voller Gedanken über eine Welt, zu der man nicht länger gehört. Nein. Warum greift die mich nicht an? Ein Vorgeschmack aufs Jenseits ist, reicht einfaches Vergessen völlig aus. Ich bin verwirrt, dass sie mich nicht angreifen. Verschwenden Sie keine Zeit, Alcatraz. Über die Brücke. Über. Ah. Hätte er sagen können. Nee, hier komme ich nicht hoch. So. Okay, hier geht's hoch. In die Eier. Meine Fresse.
Ich hab eigentlich das Gefühl, ich bin schon mal... Oh nein.